Rückblickend war Corona für uns ein Glücksfall dahingehend, dass wir viele neue Geschäftsmodelle entwickeln konnten und ausbauen konnten und da auch in der Stärke gewachsen sind. Wir hatten immer dieses Januar-Februar-Loch, ja, dieses Startloch und mussten immer ab März Monate das Ganze wieder aufholen. Ja. Und das hatten wir eigentlich 2020 das erste Mal nicht. Der Start war sensationell bis März. In der ersten Woche, wo dann das Thema immer mehr aufkam und wo dann am Ende auch der Lockdown war, da hat dann hier tagtäglich das Telefon geklingelt und die Kunden sind abgesprungen und haben gesagt, wir müssen leider absagen. Ging dann auch recht schnell und dann sind eigentlich nach und nach die Termine gefallen, bis wir dann halt irgendwann eigentlich aufs ganze Jahr bei Null waren. Das Gefühl ist eigentlich Hilflosigkeit. Das war eigentlich das, wo ich am meisten zu kämpfen hatte. Du bist Unternehmer und hast die Fäden nicht mehr in der Hand. Das war wie so eine Lawine, die auf einen zukam und es wurde immer mehr. Wir konnten das nicht glauben, was passiert. Und somit waren wir vielleicht in dem Zeitpunkt auch noch nicht direkt in dem Lösungsansatz, wie wir darauf reagieren müssen, sondern wir waren eher in der Konstellation zu sagen, naja, das wird jetzt also 2-3 Wochen und dann wird das auch wieder Normalität. Wir haben dann recht schnell unser Team zusammengeholt und uns dann in Kleingruppen zusammengetan und haben überlegt, was können wir denn tun? Und haben, glaub sogar noch an dem Freitag, ein Video gemacht und haben auch klar und offen und ehrlich kommuniziert, zu sagen, wenn ihr uns als Community nicht helft, wird es diese Firma vielleicht nicht mehr lange geben. Corona seinen Teil dazu beiträgt oder ausschließlich dazu beiträgt, dass wir quasi aktuell hier stehen. Ja, stellt sich die Frage, wie könnt ihr uns helfen? Ja, und ihr könnt uns auf jeden Fall helfen. Online-Shop war ja eigentlich schon so weit. Ja. Das Lager war voll, wir haben einfach die Maultaschen verkauft. Hier Facebook, Social Media, einfach nur, dass mal die Ware erstmal weg ist. Ne? Also es war super, aber es war jetzt nicht ertragreich, ja, weil wir einfach so viele Probleme hatten mit dem Kühlversand, so viele Probleme mit dem Versanddienstleister. Manchmal waren die Maultaschen eine Woche unterwegs. Ich meine, die kannst du nicht mehr essen, also mussten wir die nochmal rausschicken. Also wir haben die ersten 3 Monate sicherlich nichts verdient. Aber das war auch egal, ne? Wir waren beschäftigt. Die Fehler oder Dinge, die nicht klappen, die sind ja eigentlich viel, viel wichtiger wie die Sachen, die funktionieren. Weil daraus kann man dann lernen, kann man sich weiterentwickeln, wenn man sich entsprechend fokussiert. Und das haben wir gemacht. Und mittlerweile ist der Kühlversand gar kein Thema mehr. Aber der hat uns dann ja auch dazu bewegt, zu sagen, wir brauchen was, das ungekühlt ist. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, zu sagen, Mensch, wir könnten doch unsere Gerichte in eine Dose packen. Dann haben wir, wie ich finde, einen ganz guten Schachzug gemacht. Das heißt, wir haben die Gerichte bestimmt und haben unserer Community gesagt, wir haben das, ihr könnt es vorbestellen. Ich weiß auch heute noch, wie oft wir das gesagt haben. Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht wie, aber ich sage euch, ich verspreche euch eins, ja, es wird alles gut. Und an dem habe ich mich immer wieder selber aufs Neue motiviert, um die Mitarbeiter zumindest da das Gefühl zu geben, dass wir das hinbekommen. Ne? Wir waren vorher schon ein Team, ja? Wir waren vorher schon eine Maultaschenfamilie. Was hinzukam, ist, dass wir einfach noch mehr zusammengewachsen sind. Jetzt erst recht, es ist für uns an der Zeit, unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln.